Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Die schweizerische Krimiserie Wilder ist auf unserem Streaming-Service SBS On Demand sehr beliebt. Das folgt einem allgemeinen Trend, denn in Deutschland zum Beispiel gaben 20% der Befragten einer Studie des IFD von Allensbach von 2023 an, Krimis gerne zu schauen. Die 4 Staffeln von Wilder spielen jeweils in unterschiedlichen ländlichen Gebieten der Schweiz. Bei den ersten beiden Staffeln hat Pierre Monard Regie geführt. Hallo Pierre. Hallo Julia. Du hast neben Wilder bei noch einigen weiteren Serien und auch bei preisgekrönten Filmen wie Platzspitz, Baby und Bisons Regie geführt. Wie vergleicht sich das denn mit einer Krimiserie? Eigentlich für mich, das Unterschied ist nicht sehr groß. Irgendwie in meinen Augen, beiden sind Kino und ich probiere wirklich den besten Film und die beste Geschichte zu erzählen. Meine Approach ist eigentlich sehr ähnlich. Es gibt aber trotzdem Unterschiede. Ich sage oft, dass ein Spielfilm zu machen ist ein bisschen wie ein Sprint. Es ist viel kürzer und es ist kondensiert. Und natürlich eine Serie zu machen ist mehr wie ein Marathon. Die Dreharbeit ist viel länger und die ganze Produktion ist ein bisschen so schwerer. So man braucht mehr Energie dann, um eine Serie zu den Finishline zu bringen. Ist das auch der Grund, warum bei Serien mit mehreren Staffeln nicht ein Regisseur alle Staffeln dreht? Ja, es ist manchmal ein Grund natürlich, weil wenn man will frisch und auch die Motivation und die Energie nicht verlieren, dann es hilft manchmal genau zu zweit eine Serie zu Regie zu führen, damit ja die Balance zwischen die Arbeit und die Konzentration bleibt gut. Ja, jetzt wollte ich aber doch auch auf die Krimiserie eingehen, Wilder. Also die erste Staffel, die spielt in den Alpen und das auch noch im Winter. Und manche vergleichen Wilder mit Nordic Noir, also einem bestimmten Krimi-Genre, das aus der Perspektive der Ermittler geschrieben ist und im kühlen oder kalten Skandinavien spielt. Findest du den Vergleich passend? Ja, absolut. Es ist sehr passend. Es war auch unser Ziel, unser Wunsch, eine Art Nordic Noir oder Skandinoir zu machen. Wir haben natürlich viele von diesen Serien geschaut, auch viele von diesen Büchern gelesen, weil Skandinoir ist auch ein Literaturtrend. Und das war wirklich das Ziel, eine Art erwachsene, düster, spannungsvolle Geschichte zu erzählen. Und dann, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Dreharbeiten in den Alpen stattgefunden haben und im Winter. Was waren denn da die größten Herausforderungen? Weil wissen Sie, bei uns wirklich die Natur und die Landschaft spielt wirklich eine große Rolle. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, eigentlich in den Bergen. Und ich wollte wirklich diese Landschaft behandeln als eine Figur. Und natürlich, diese Landschaft ist noch mehr beeindruckend im Winter, wenn es ist mit Schnee komplett bedeckt. Es kreiert eine ganz besondere Atmosphäre, die sehr passend ist natürlich zu einem Krimi. Aber wie erwähnt, es macht auch die Produktion ein bisschen komplizierter, weil es ist nicht immer einfach, Schnee zu finden und diese Schneekonditionen ändern sich taglich. So manchmal gibt es viel Schnee, manchmal gibt es plötzlich gar keinen Schnee mehr. So, es ist wirklich eine Herausforderung, mit Schnee zu drehen. Aber wir hatten eigentlich Glück. Wir könnten immer so Lösungen finden. Aber die Herausforderung lohnt sich total, weil die Mehrwert von Schnee ist unreal. Und ich finde wirklich, es bringt extrem viel zu die Atmosphäre von der Serie. So, ich habe ganz viele Projekte mit Schnee gedreht.
bin fast ein Schneespezialist sozusagen. Und man muss sich gut vorbereiten, aber es funktioniert. Es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber es lohnt sich wirklich. Und seid ihr da dann immer auf das Wetter angewiesen oder werden da schon auch mal Schneekanonen eingesetzt? Nein, keine Schneekanonen eigentlich. Wir passen natürlich extrem auf das Wetterprognosis. Und wir sind immer bereit, unsere Drehplan zu adaptieren oder zu ändern. Wir warten, bis Schnee kommt und dann machen wir alle die Szene draußen. Und wir arbeiten auch mit Schauspielern, die keine Sperrdaten haben, damit wir können wirklich extrem flexibel sein mit unserem Drehplan, weil sonst es ist schwierig, mit Schnee zu arbeiten. Dann, es ist auch wahr, dass heutzutage man kann auch ein bisschen VWX schnell in Postproduktion machen. Es kostet immer noch ein bisschen Geld, so wir probieren das nicht zu tun, nicht zu viel, aber im Notfall gibt es immer noch diese Möglichkeit. Da gab es eine Szene, an die ich mich erinnere, da gab es Spuren im Schnee und das war nur eine einzelne Spur. Da stelle ich mir vor, dass diese Szene auch nur einmal gedreht werden konnte und dann musste sie sitzen. Ist das so? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Wir wussten, okay, das ist das Bild, das wir probieren zu kriegen. Und eigentlich, es ist nicht so kompliziert, dieses Bild zu bekommen, aber dafür kriegst du nicht so viele Takes. So, wir hatten das gut im Voraus vorbereitet, recherchiert. Wir kannten genau, wo wir das drin wollten. Und wir hatten das sehr präzise mit den Schauspielern besprochen und das hat geklappt. Aber ja, tatsächlich, es war nur ein Take. Und? Der ist am Boden neben Marmon gelegen. Voll mit seinem Blut. Wir haben noch etwas anderes drauf gefunden. Am Griff und überall schwarze Fasern. Wollehändchen. Von Romina. Sieht ziemlich danach aus. Fakt ist, sie war nach dem Fest noch bei ihm. Und jetzt ist sie fort. Im Hotel ist sie nicht mehr. Die Schauspieler waren auch öfters mal relativ leicht bekleidet oder standen mit offenen Jacken in der Kälte. Haben die da nicht auch mal gestreikt? Ja, also das ist natürlich immer eine große Sorge für uns. Es gibt immer zwei Welten auf diesem Filmset. Es gibt die Schauspieler, die schön und cool angezogen sind, aber manchmal eher leicht, wie du gesagt hast. Und dann du schaust die Leute, die stehen hinter der Kamera, sie tragen alle dicke Daunenjacke und Schal und Mütze und sind sehr gut beschützt. Und natürlich, ich habe eine große Bewunderung für unsere Schauspieler, die das machen können. Die sind ziemlich gut angezogen, auch natürlich mit Thermolaktil, so Unterwäsche und so weiter. Aber es ist klar, dass wenn wir Action sagen, dann wir nehmen die Decken und die großen Jacke weg und dann werden die Takes, die sind leicht angezogen, aber sofort, nach ich Cut gesagt habe, dann wir rennen zu dem mit Decken und Jacken und dann es wird wieder so warm. Aber natürlich, sie haben manchmal auch von die Kälte nicht gelitten, aber es ist eine Herausforderung. Und die sind gut vorbereitet, aber es gehört zu diesem Beruf. Es ist nicht immer sehr bequem und sehr einfach. Jetzt ist Wilder ein Regio-Krimi oder ein sogenannter Regio-Krimi. Das heißt, dass in bestimmten Regionen gedreht wird und eigentlich in kleinen Ortschaften auch. Wie reagieren denn die Bewohner auf die Dreharbeiten? Also ihr kommt ja sicher mit viel Gerätschaft an, ihr braucht eine Unterkunft. Also es braucht natürlich Zeit, um die Leute zu erzählen, dass wir werden bei denen ein Film, eine Serie drehen. Am Anfang, die sind auch manchmal ein bisschen so, sie nehmen nicht uns immer ernst, weil natürlich, sie haben noch nie wirklich ein Filmcrew gesehen und warum plötzlich sollte jemanden sich interessieren für so eine kleine Gemeinde in den Bergen. Und wir kommen immer zu zwei oder zu dritt den ersten Termin
und dann nächsten Termin sind wir zu 5 und dann den nächsten Termin sind wir zu 10 und dann plötzlich sind wir zu 50 und dann die Realität ist einfach sehr, sehr, sehr konkret. Aber ich muss zugeben, dass wir haben immer eine extrem gute Beziehung gehabt mit den Leuten. Ab dem Moment, wo sie verstehen, dass eigentlich wir haben genau diesen Ort gewählt, weil wir ihn super passend für unsere Geschichte finden und dass wir die Landschaft mega schön finden. Natürlich, es gibt auch eine Art Stolzheit von dem und die sind sehr glücklich, dass plötzlich Leute wie uns kommen. Und wir bleiben ziemlich lang, ja, wir sind dafür 5 Monate lang. So natürlich, wir entwickeln eine echte Freundschaft. Und das ist etwas, was ich liebe in unseren Jobs, ist, dass wir treffen ganz viele Leute und dann wir lernen auch diese Leute sehr gut zu kennen. Und dann, es ist eine sehr menschliche Geschichte. Und es ist beim Wilder immer so auch gewesen. Und ich habe auch mein Land, die Schweiz, noch besser entdeckt oder kennengelernt durch die Dreharbeit von der Serie. Habt ihr denn die Bewohner auch einbinden können in die Dreharbeiten als Statisten oder so? Ab und zu natürlich. Sie lieben als Statist in gewissen Szenen zu erscheinen. Sie helfen uns auch logistisch. Sie helfen uns auch, um Dekors zu finden oder besondere Location, besonders in die Natur. So, wir probieren sie wie gut wie möglich zu involvieren. Und wenn sie Zeit und Bock haben, dann sie machen das auch sehr gerne mit. Du hast gesagt, dass ihr auch Freundschaften geschlossen habt mit den Bewohnern. Weißt du, ob sie dann die Serie auch gesehen haben und wie ihre Reaktion darauf war? Oh ja, natürlich, weil was wir haben immer so organisiert sind Premiere für die Leute, mit wem wir gearbeitet haben. Staffel 1, das erste Mal, dass wir haben wirklich die Episoden gezeigt war, wo wir das gedreht haben, in dem Lokal, in dem Restaurant, wo wir gedreht haben. Alle waren da, es war extrem schön. Es war das Gleiche für Staffel 2. So, dann ist es auch wichtig, natürlich für uns, ein Special Event für die Leute, die uns geholfen haben, zu organisieren. Und es ist natürlich eine große Freude, dann den Film zusammenzuschauen, weil sie natürlich haben eine andere Sicht als vielleicht einen normalen Zuschauer, weil sie waren auch da während die Dreharbeit und sie wissen, wie manchmal kompliziert oder lustig oder improvisiert ein paar Szenen waren. Und das ist natürlich immer cool, das Ergebnis dann zu sehen, die immer ein bisschen anders ist, als was wir erwarten, weil dann natürlich alles ist geschnitten, gemischt, es gibt Special Effect und Musik und es ist so wie großes Kino. Also dann, es ist immer eine sehr schöne Experience, das mit den Leuten zu machen. In der ersten Staffel wieder will ein Ausländer arabischer Herkunft ein luxuriöses Ferienresort da in dem Alpendorf bauen. Das erinnert an einen realen Investor aus Ägypten, der Mitte der 2020er Jahre in Andermatt ein Hotelresort bauen wollte und es auch umgesetzt hat. Was hältst du davon, solche reale Ereignisse in Film oder Serien mit einzubringen? Weil das ist eigentlich das DNA von Wilder. Mit Wilder, wir haben immer gesagt, komm, jede Geschichte, jede Staffel inspiriert sich von einer wahren Geschichte. So, für die erste Staffel, wie du jetzt erwähnt hast, wir haben uns von dieser Andermatt-Geschichte inspiriert lassen. Und das haben wir auch gemacht mit den weiteren Staffeln. So, wir wollten eigentlich unsere Geschichten in die Realität gründen. Viele Leute denken oder identifizieren die Schweiz als eine ganz ruhige, schöne Postkartenland, wo nicht viel passiert, wo es gibt keine Geschichten und keine Kriminalität oder keine interessanten Geschichten. Wir denken, es ist genau das Gegenteil, eigentlich. Und das wollten wir auch durch diese wahren Fakten ein bisschen so in Licht bringen. Kannst du noch kurz sagen, welche wahren Fakten in der zweiten Staffel und wenn du das weißt, in der dritten und vierten mit eingebracht wurden? Ja, also für die zweite Staffel, es war wirklich diesen Fall, der im Jura passiert war, wo es gab, wie im Staffel, so eine Familie wurde ermordet
und sie könnten nie finden, wer hatte das gemacht, aber es hatte mit verschiedenen Communities zu tun und das war ein bisschen ein reiner Zufall, dass diese Leute im falschen Ort und im falschen Moment waren und das war so ein berühmter Case und wir haben uns dann von diesem Case inspiriert und natürlich haben wir das dann verbindet mit anderen Geschichten, aber ich will nicht zu viel darüber erzählen, weil das wäre ein Big Spoiler, als es gibt einen Mega-Twist am Ende von der Staffel. Okay, da bin ich ja mal gespannt, weil ich bin... Du bist noch nicht angekommen. Nein, in der Hälfte der zweiten Staffel. Ah, okay, ja. Ja, nein, es passiert etwas unerwartet dann, sehe ich am Ende der Staffel, ja. Und in der dritten und vierten ist auch ein wahres Begegnis. Auch so. Ich war weniger so involviert in der dritten und vierten Staffel. So. Ich kenne die wahren Case nicht auswendig. Ja, ja, Pierre Monard, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ja, danke, Julia. Es war ein Vergnügen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.